Ja, bitte einmal dich zu erheben. Herr Tapperlaus, neuer Bürgermeister, habe ich Sie zu vereidigen mit folgenden Worten. Ich gelobe, dass Sie das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten. Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen. Verfassung und Gesetze verteidigen. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werden. So wahr mir Gott helfe. Lieber Thomas, neuer Bürgermeister, einen meinen herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich bin gut. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Herzlichen Dank. Okay, jetzt übernimmst du. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren des Rates, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oben in Norwegen, der Verwaltung, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die besonderen Momente in meinem Leben treten in den letzten Wochen in sehr gehäufter Form auf und ein Wechselbad der Gefühle nimmt seinen Lauf. Ich denke zurück an einen engagierten Wahlkampf mit den Parteifreundinnen und Parteifreunden, verbunden mit unzähligen, netten und freundlichen Begegnungen mit der Bürgerschaft, an die Bürgermeister- und Ratswahl am 13.09.2020 mit anschließender Wahlkampfverlängerung und anstehender Stichwahl mit offenem Ausgang und schließlich an den 27.09.2020, den Tag der Stichwahl. Eine anstrengende, spannende und gleichsam gefühlsmäßig besondere Zeit. Die Unterstützung aus Partei und Gesellschaft riss während der ganzen Zeit nicht ab und so konnte ich am 27.09.2020 den Wettstreit um den Bürgermeisterposten für mich entscheiden. Was für ein denkwürdiger Tag für mich persönlich und meine ganze Familie. Heute nun, meine Damen und Herren, ein weiterer Höhepunkt. Ableistung des Dienstalts vor dem Stadtrat der Stadthalle Westfalen, dessen Vorsitzender und höchster Repräsentant ich entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen von jetzt an bis zum Ende der Wahlperiode am 31.10.2025 sein werde, so wahr mir Gott helfe. Verehrte Anwesende, ich bedanke mich bei allen, die in den vergangenen Wochen und Monaten an mich geglaubt und mich unterstützt und dies in vielfältiger Weise zum Ausdruck gebracht haben. Bei allen Wählerinnen und Wählern für den großen Vertrauensvorschuss, bei meinen Mitbewerberinnen für den fairen, von gegenseitiger Achtung geprägten Wahlkampf, bei meinen Parteifreundinnen und Parteifreunden für die engagierte Wahlkampfunterstützung, bei meiner Amtsvorgängerin, da oben sitzt sie, Frau Anne Rodenburg-Wesselmann, für die geleistete offene und konstruktive Amtsübergabe natürlich die Arbeit in den letzten 18 Jahren. Dies möchte ich auch persönlich mit den besten Wünschen für Ihren Ruhestand verbinden. Können wir mal zwischendurch auch mal klatschen. Bei meiner Familie für das Verständnis und den uneingeschränkten Rückhalt von Beginn an und nicht zuletzt bei den vielen Mitmenschen, die mich anlässlich des erfolgreichen Wahlausgangs mit unzähligen, teilweise sehr persönlichen Glückwünschen und Aufmerksamkeiten bedacht haben.
herzlichen Dank. Diese positive Lebenserfahrung ist ein großes Fundament, das mir Halt geben wird, die vielfältigen Anforderungen, die das Bürgermeisteramt mit sich bringt, anzunehmen und positiv zu gestalten. Dankenswerterweise werde ich jedoch nicht sämtliche Themen und Aufgabenstellungen alleine bewältigen müssen. Ab dem 1. November bin ich Chef von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mich hoch motiviert, wie ich mich schon überzeugen konnte, in gleicher Weise auch hoch qualifiziert, mit offenen Armen empfangen haben. Getreu meines früher schon einmal zitierten Mottos, ein Häuptling ist nichts ohne seine Indianer, setze ich, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mein Vertrauen in jede Einzelne und jeden Einzelnen von Ihnen, dass wir gemeinschaftlich in guter Zusammenarbeit die vor uns liegende gemeinsame Zeit nutzen, um im Sinne der Bürgerschaft unserem Anspruch als kompetenter Dienstleister weiterhin gerecht zu werden. Die ersten gemeinsamen Schritte dazu in den letzten Tagen stimmen mich sehr hoffnungsfroh. Auch für die Kolleginnen und Kollegen dort oben. Nun zu Ihnen, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen. Ich denke, viele von Ihnen konnten meine Ausführungen zum Wahlkampf und die beschriebenen Gefühlslagen gut nachvollziehen. Auch für Sie und Euch war die vergangene Zeit und ist der heutige Tag mit der gleich folgenden Verpflichtung sicherlich ein sehr bedeutender und die Spannung der gleich noch stattfindenden Wahl um das Amt der stellvertretenden oder des stellvertretenden Bürgermeisters ist in der Raumluft förmlich zu spüren. Ich möchte es nicht versäumen, Ihnen und Euch allen zu der Wahl in das verantwortungsvolle Amt eines Ratsmitglieds der Stadthalle Westfalen herzlich zu gratulieren und wünsche dazu allzeit eine glückliche Hand. Wichtig ist mir noch einmal die Bedeutung dieser ehrenamtlichen Tätigkeit im Lichte der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften herauszuheben. So heißt es in § 40 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die Verwaltung der Gemeinde wird ausschließlich durch den Willen der Bürgerschaft bestimmt. Die Bürgerschaft wird durch den Rat und den Bürgermeister vertreten. Liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, eine Vielzahl von Beratungen und Entscheidungen zu wichtigen Themen für die Zukunft der Menschen in dieser Stadt liegt vor uns. Die Verpflichtung gegenüber der Bürgerschaft, für die Belange und Interessen einzustehen, möge das gemeinsame Seil sein, an dem wir uns in der nächsten Wahlperiode langhangeln. Lassen Sie uns dieses Seil in einem fairen Miteinander, je nach sachlicher, manchmal auch politischer Notwendigkeit, in die eine oder andere Richtung ziehen. Aber ich bitte Sie, lassen Sie uns dieses gemeinsame Band nicht zerreißen. Unsere Gesellschaft und wir alle befinden uns leider in einer sehr besonderen Zeit, die geprägt ist von großer persönlicher und wirtschaftlicher Unsicherheit, von Sorgen um die Zukunft. Wir alle sind verpflichtet, dafür einzutreten, dass sich die Menschen in unserer Stadt auf unsere Handlungsfähigkeit verlassen können. Ich bin als Bürgermeister uneingeschränkt bereit, mich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Ich möchte ein Bürgermeister für alle Menschen in dieser Stadt sein. In diesem Sinne biete ich Ihnen und Euch, frei von persönlichen Vorbehalten und unabhängig von der politischen Zugehörigkeit, eine faire und konstruktive Zusammenarbeit an. Lassen Sie uns gemeinschaftlich dafür sorgen, dass unsere Stadt sich maßvoll weiterentwickelt und auch für zukünftige Generationen das bleibt, was sie sein soll. Halle Westfalen, eine Stadt zum Wohlfühlen. Herzlichen Dank.